Hallo und willkommen zurück. Wir waren jetzt im Glockenturm. Hier versteckt sich Garrett wohl ein bisschen und wenn er gerade nicht auf Liebestour ist. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Wir sollen jemanden treffen und dazu reisen wir jetzt zum Stone Market. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Okay. Das ist jetzt der untere Ausgang vom Glockenturm. Und jetzt geht's ab über die Dächer, wie immer. Ich hätte mal wieder Lust auf so eine schnelle Runde, wo man so rennt. Und auf jeden Fall können wir jetzt hier auch, denke ich, uns erstes Mal ein bisschen freier bewegen und können auch einfach jetzt mal da lang gehen. Stumpfe Pfeile können benutzt werden, um Flaschenzüge aus der Entfernung zu lösen. Harte Zeiten. Habe ich eigentlich, ich habe da eine Karte. Kann ich die auch nochmal groß auswählen? Moment. Ich glaube, da muss ich auf F1. So. Da haben wir nämlich jetzt das ganze Stadtbezirk. Das ganze Stadtbezirk, genau. Das ist unser eigentliches Ziel. Ist halt die Frage, ob ich mich da einfach mal ein bisschen umgucke und dann am Ende dahin gehe. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal, oder? Also. Das abschießen. Sieh ihnen nicht in die Augen, ist es den Ärger nicht wert. Hoffentlich ist das 10 Northcrests hatten wir schon. 10! Was habe ich denn jetzt wieder für einen Krach gemacht? In der Schwermut ist er nicht schuld. Oh, aber seine Wache sind Verbrecher in Uniform. Ich weiß es nicht. Er scheint aber an das zu glauben, was er getan hat. Herrschen erfordert eine feste Hand. Ein Obelisk? Er wollte die Dinge verbessern. Ha, von wegen verbessern. Er und seine feste Hand haben den Fluss seit einem Jahr nicht überschritten. Wie gesagt, der Schlimmste. Jetzt haben wir doch schon eine Wohnung, die wir ausrauben können. Haben zwar wahrscheinlich auch die Stimmen her, aber schauen wir einfach mal, was wir machen können. Im Zweifelsfall einfach K.O. schlagen. Ich wünschte, hier gäb's eine Eintopfküche. Oh, eine Luke. Ich habe halt keinen Plan jetzt, was ich mache. Ich werde mir einfach hier ein bisschen die Gegend anschauen. Ich will halt nicht so direkt jetzt wieder zum nächsten Quest, denn ich denke, das soll eigentlich auch so sein, dass man sich so ein Fuck. So ein bisschen frei bewegt. Na? Hier. Da haben wir jetzt aber nochmal Glück gehabt, dass das keiner gehört hat. Ein Bilderrahmen. Und die Bücher sind auch aufgeleuchtet. Aha, wieder so eine Schaltersache. Welches Buch ist es? Das hier. Und rausziehen. Das gefällt mir. Was hat das jetzt ausgelöst? Das ist die Frage. Ich dachte im ersten Sekunde, dass der Schrank würde sich jetzt zur Seite bewegen. Hatte er aber nicht. Hat es vielleicht unter der Luke irgendwas geöffnet oder auf der Luke? Gerade aus dem Fenster gucken. Weiß es nicht. Ein Königreich für einen Kaffee. Königreich für einen Kaffee. Der Arme. Und da können wir gar nicht weiter. Na gut, dann. Tja, Was nein. ist aus den Eintopfküchen geworden? Hä? Ich dachte, das wäre so eine Luke zum Öffnen. Das ist einfach nur eine Druckplatte. Hätte mich da jetzt irgendwas getötet oder so? Hätte ich vorher das Buch nicht benutzt? Ich habe keine Ahnung. Da ist ja auch nochmal eine. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Falle. Hab gar nicht gemerkt, dass ich die aus... Hatte ich die ausgelöst, als ich reinkam? Das irritiert mich gerade alles ein bisschen. Besonders was...
Wieso gibt's hier so viele Fallen, wenn außer dem Bilderrahmen hier gar nichts zu holen gibt? Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Ich bin verwirrt. Geh mal wieder raus. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was das war. Ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe. Ob das einfach mal eine Demonstration von Fallen gewesen sein soll, weiß der Geier was. Und du bist blau, weil Pfeil wahrscheinlich so einen, den ich nicht mehr hab von diesen Seilpfeilen. Da unten ist doch irgendwas. Das war eine Wasser? Oh, das Vogelnest. Hier gibt's diebische Elstern, scheint mir. Und da vorne auf dem Tisch, da komme ich aber nicht hin. Ich brauche wieder... schon wieder die Orientierung verloren, so schnell geht's. In das Fenster könnte man auch rein, da ist auch was. Ist nur die Frage, wie... Diese verdammte Stadt. Wie komme ich da rein? Kannst du da drauf springen? Ja, wagen wir es. Also, Moment, da kann ich springen, wenn er geduckt ist. Uah. Keiner da. Cool. Ich bin so müde. Ja, die allnächtliche Diebestour. Das ist so Garretts Alltag. Und die Tür soll man wieder nicht öffnen können. Ich muss schlafen. Nein, nicht fallen. Ja, schlafen ist was Schönes. Jetzt wird gerade meine Stimme beinahe abgefreckelt. K.O. schlagen. Nö, Königreich für einen Kaffee. Bist du eine Wache? Also das ist, glaube ich, ein Zivilist. Ihr könnte eine Wache sein. Weil die Wachen bisher alle solche Hüte auf hatten. Überall Ratten. Aber er hat schöne Beute an seinem Gürtel stecken. Was machen wir denn da? Ich muss schlafen. Probier mal was. Wer zum Teufel war das? War ein bisschen riskant, hat aber geklappt. Ist so leer wie mein Magen. Ich denke halt wichtig, gleich abhauen. Jo, war doch eigentlich ganz okay. Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Ihr seid ja optimistisch. Und das nächste Fenster. Auf damit. Sehe ich da einen Bilderrahmen, den ich haben möchte? Wohnung des Autors. Ich habe vorhin gar nicht geguckt, ob mir was angezeigt wurde. Aber das ist auf jeden Fall die Wohnung des Autors. Was für ein Auto auch immer. Nee, das ist ein leeres Bild. Ist doof. Küche. Wieder diese teuren Untertassen. Menschen können sich nichts leisten, aber teure Untertassen. Aha. Hübsch, hübsch. Das nehmen wir mit. Ich
Ich höre Schritte. Das ist leer. Und ein Brieföffner. Kann mich das... Ich wollte gerade sagen, das kann ich doch mitnehmen. Eine Vase. So, jetzt benutze ich ausnahmsweise mal F. Habe ich bisher jetzt noch nicht so oft gemacht. Da wird es mir ein bisschen komisch bei. Aber dann weiß ich, dass ich alles mitgenommen habe. Wieso muss ich das jetzt nochmal öffnen? Wir sind da eingebrochen. Wieso muss ich jetzt nochmal ausbrechen? Echt ein kleiner Logikfehler. Nein, gut. Und ich denke, dann können wir so langsam, ich gucke mir immer wieder gerne den Glockenturm an, unsere kleine Diebestour beenden und bei unserem Quest weitermachen. Immerhin waren das jetzt so zwei Wohnungen. Ich verhungere. Ein bisschen was auf den Dächern mitgenommen. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Und da hinten haben wir Arme gefangen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das heißt, ich peile jetzt mal die Markierung da an. Und nehme da aber noch diese Wohnung mit. Natürlich nehmen wir alles mit, was auf dem Weg liegt. Also ich strebe jetzt auch nicht an, das jetzt irgendwie 100% zu spielen, dass ich jetzt wirklich jedes kleinste, diese kleinste Beute, jede Münze mitnehme und bei ihm Fenster drin war und so. Secure, protect, maintain. Ja, einfach so, wie es halt gerade Spaß macht. Und was mir so entgegenkommt. Was ist das denn? 8AFT... Sehen aus wie Spinde. Ist das hier? Das ist wahrscheinlich irgendwie die Wache. Ich mache mir den Lichtschalter. Die Stadtwache könnte das hier sein. Da sollte ich jetzt ein bisschen aufpassen und vielleicht auch mal speichern. Was sehe ich denn da? Da leuchtet irgendwas Blaues. Jemand da oder eher nicht? Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Neue Anweisungen. Es geht um die Berichte deiner Quacksalber zum Umgang mit der Schwermutlage. Ich schlage vor, dass du einen neuen Bericht verfasst, der sich auf folgende Richtlinien stützt. Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung in der Fabrik. Was? Etwa 100 pro Tag sollten reichen. Oh, 100. Eine Handvoll. Mir ist klar, dass die Krankheit manchmal mit dramatischem Tempo abläuft. Ein Mann, der abends noch kerngesund schien, kann am nächsten Morgen schon auf dem toten Karren liegen. In diesem Fall sollte sein Haus vor der Enteignung gründlich gesäubert werden. Ich weiß deine Unterstützung in dieser Sache zu schätzen. Der Diebesfängergeneral. Ja, Diebesfängergeneral, wo bist du denn jetzt, wo ich gerade hier in eure Stadtwache einbreche? Oder zumindest einen Raum eurer Wache. Was ist das denn noch? Das Licht kann ich nicht ausmachen. Sehr schön. Eins nach dem anderen. Was machen wir denn hier? Erstmal das Buch. Bericht der Wache. Vom 3.4.98 oder so. Wachmann
Munion, keine Ahnung. Zusammenfassung. Waffenvorrat 6C ins Lager, Black Alley verlegt, alle Teile durch die Wache, Wachenkoss, Dingsbums und Koss inspiziert und erfasst, was auch immer. Wen interessiert's. Nochmal was zur Abriegelung, das haben wir eigentlich gelesen. Und da haben wir jetzt noch die Schubladen. Tintenfass. Teure Tinte. Und dann der Tresor. Das ist zum Glück kein Zahlentresor, sonst wäre ich jetzt aufgeschmissen. Aber das kriegen wir doch hin. Nö, ich hatte es eben. Ganz sachte. Da. Hier. Ich werde krank, das spüre ich. Mhm. Es tut mir sehr leid, dass du krank wirst. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Das sieht doch sehr nach einem besonderen Beutestück aus. Wüste des Barons. Das ist 800 wert. Schick. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Yay. Klappern im Hintergrund ist das Geschirr. Entschuldigung, das macht ein bisschen die Atmosphäre vielleicht kaputt. Aber ist halt so, wenn man keine Küchentür hat. So, und auch hier müssen wir wieder ausbrechen. Na gut. Kann er nicht gleich einfach das Fenster so ein Stückchen offen lassen? So, weiter geht's. Nur die Frage, schaffe ich das darunter? Au, nein. Nicht wehgetan. Gut. Weißt du, was mir fehlt? Das Geräusch von Pferdehof. Hört sich gut an. Was? Pferde eintopft, hat die schon seit Monaten nicht. Pferd. Ach oh Gott, die unterhalten sich über Pferdeessen. Ich glaube, hier haben wir wieder eine schöne Stelle, um mal eine kurze Pause einzulegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.